Hallo Edgar, fragt Marita, was denkst du über den Aufstieg der Erde und der Menschheit, von dem so viel gesprochen wird? Ja, da wird sehr viel gesprochen. Für mich ist ja schon alles aufgestiegen. Da ist ja kein. Das ist so aufgestiegen. Zack! Und es war Licht. Für mich war es am Anfang so, als wäre der ganze Planet ausgewechselt gewesen. Wirklich. Ich kann mir vorstellen, wenn man manche nur ansatzweise diese Erfahrung machen, ja, ansatzweise, ja, und das so wahrnehmen, dann können daraus solche Empfindungen entstehen, dass man an Aufstieg glaubt. Für mich war es so, dass danach der Planet wie ausgetauscht war. Obwohl die gleichen Menschen da waren, aber es war auf einer anderen Bewusstseinsebene. Und zwar alle. Wenn du erwachst, erwacht die ganze Welt mit dir. Du siehst nur mehr dich, du schaust in die Augen von jemand anderem und du siehst nur dich selbst. Oder Gott, ja, egal wie man es nennt. Ja. Apropos, vorher war die Frage mit dem spirituellen Ego, Hingabe an einen Lehrer oder wenn man Satsang geht, da wollte ich noch erwähnen, Bhakti. Ja, beim Bhakti geht es um diese Hingabe. Hingabe an Gott, wo der Lehrer nur Stellvertreter für Gott ist. Ja, und da erwacht, wie gesagt, die ganze Welt und überall bist nur du selbst und Gott. Das ist genauso wie ein Aufstieg, und zwar ein Instant-Aufstieg. Ich sehe schon einen gewissen Bewusstwerdungsprozess, wenn du das meinst. Die Erde geht schon durch eine Krise. Ich nenne es halt ungern Aufstieg. Weil da sind so viele romantische Ideen damit verbunden, die sowieso nur über kurz oder lang entweder zu einem Riesentrip führen und das ganze Leben dreht sich nur mal darum und man verpasst das wirkliche Leben, man verpasst das, was wirklich jetzt ist, oder es führt irgendwann zu einer Enttäuschung. Der Aufstieg ist jetzt quasi. Wenn du Teil davon sein möchtest, dann genieße jeden Moment, wie er ist, bleib ihn jetzt, wie es jetzt ist. Nimm jede Projektion aus der Zukunft raus, dass die Erde irgendwohin aufstieg, sondern sieh das, was jetzt ist. Das ist alles schon in einem perfekten Licht. Ja, das ist der Aufstieg. Und je mehr das erfahren, ja, umso eher kann sich im kollektiven Bewusstsein, wenn man so will, etwas verändern, wenn denn das der Aufstieg sein soll. In gewisser Weise ist es sicher notwendig, dass da auch ein Shift im kollektiven Bewusstsein geschieht, weil die Menschheit ist dabei, diesen Planeten zu zerstören. Ja, das ist einfach so. Wir sind die Katastrophe. Ja. Wenn es so sein soll, ist auch okay. Dann kommt da anderes Viech irgendwann, was intelligent wird. Oder auf einem anderen Planeten geht es weiter. Letztlich ist es scheißegal, um es so derb einmal zu sagen. Aber wenn die Menschheit da irgendwie, wenn das weitergehen soll, dann muss da sicher ein Shift passieren. Das denke ich auch. Ob er geschieht oder nicht, steht in den Sternen. Ja. Der Werner würde sagen, es ist determiniert, aber man kann nicht sagen, in welche Richtung es determiniert ist. Das kann man vorher nicht sagen. Ja. Also schau einfach auf dich. Du bist jetzt schon dieses Licht, das du dir von der Welt erhoffst. Du bist dieses eine Selbst. Du bist das alles. Und wenn du dazu einen Beitrag leisten möchtest, dann ist der beste Beitrag, wenn du dich selbst findest. Wenn du dieses eine findest, das du jetzt schon bist, das wir alle sind. Ja?